Hui! Okay, weiter geht's. Hallo Leute, zu einer weiteren Folge Minecraft Dungeons, Folge 51. Und in der Pause meinte mich ein grüner Mann zu belästigen und wollte mir irgendwelche Explosionsgeschosse andrehen. Und ich sagte nein und er sagte bumm. Lasst uns weitergehen. Ja. Oh Mann. Also wir latschen jetzt hier durch die Savanne erstmal. Alter. Das war richtig gekegelt. Richtig, ganz schön weit geflogen, der Typ. Geil. Ah, oh, eine Wüste. Jetzt sagt mein Shader nur noch, ja, es regnet. Ist auch ein Tempel, also Wüsten. Hin. Wir sollten halt gucken wegen... Okay. Ja. Nur nicht Bumm machen lassen. Nur nicht Bumm machen lassen. Hätte ich genügend Blöcke, um mich wieder hochzubauen. Drei Leute schon. Sei vorsichtig. Ja. Mach die vorsichtige Variante. Ich baue direkt einen Weg nach unten. So, wenn wir jetzt einen Sattel finden würden, ne? Das wäre einfach richtig episch. Felderfallschuss. Pferderüstung. Diamant. Diamant. Toll! Kacke. Federfall, schusssicher und Effizienz 4. Denkst du, was ich denke? Mhm. Lass uns hier rausgehen. Willst du spannend machen? Okay. Mach. Ach, warte, nee, das ist kacke jetzt, Moment. Warte, ich baue dir nochmal den Weg ein bisschen über dir. Ein bisschen schneller zu laufen. Wir kriegen Besuch. Einer mit einem Anzug. Oh, haben wir haben den mal runtergeschmissen. Sofort da. Ist okay. Lass dir Zeit. Hätte ich vor. Wie viel Spitzhacken, ne? Die trollen nicht manchmal ganz schön. Zack. Und zack. Was machst du jetzt? Ich dachte, du wolltest das Ding echt. Ja. Moment. Ich will das aber auf eine safe Art und Weise machen. Ich hab dir extra einen coolen Weg gebastelt. Ja, es ist ja auch okay, aber... Ey! Das ist nicht hilfreich gerade. Warum? Weil ich da jetzt eine Holzdruckplatte mache und das aus der Entfernung mache. Nicht, dass ich nachher hier nicht mehr hochkomme wegen der Kacke. Wenn du da oben abbaust, dann löst du das vielleicht aus. Lass uns mal weiterwerfen. Hui! Okay, weiter geht's. Schade, keinen Sattel gefunden, das wäre cool gewesen. What the fuck, Josh? Es gibt Ausgänge. Hab ich doch. Ich hab doch einen Ausgang. So, es ist wieder Tag. Und da hinten sehe ich noch einen Tempel. In die Richtung. Die Richtung. Das sieht ja nach einem Tempel aus, oder ist das einfach nur eine... Das könnte Sandstein sein, ja. Also das Sandstein? Ist Sandstein, okay. Aber ich weiß nicht, ob das auch mit einem Tempel verbunden ist. Nee, ist kein Tempel. Nö. Das sah aber so aus, aus der Ferne war es halt doch relativ viel Sandstein. Deswegen dachte ich eher einen verbackten Tempel als eine verbackte Grundarchitektur. Achso, ich sollte mir vielleicht mal wieder einen Speed-Trunk reinpfeifen. Zack. Wo bist du eigentlich jetzt gerade? Minimal rechts von dir. Da hinten sehe ich aber einen Tempel. Nice! Rechts halten. Schräg rechts halten. Yep. Den. Sattel. Einer reicht ja! Wir müssen es ja nicht unbedingt simultan machen, ne? Da hinten ja, aber wir können es ja auch nacheinander machen.
Ein Brunnen. Ist da, hat ein Brunnen irgendwas? Außer Wasser? Nee. Boah, ich hab gleich keine Fackeln mehr. Dia und Gold und Eisen und eine Dia-Pferderüstung. Nope, nothing. So, wir machen dich nach oben. Ach, willst du noch mal das Spielchen machen? Mhm. Mhm. Sagt er noch so ganz eiskalt. Na, beeil dich. 3, 2, 1. Ein alter Mann, das kriegt dir zu. Hihihi. 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 Ja, das ist witzig. Wo geht's denn hier raus? Ist das von straight oben gekommen, ne? Machen wir wieder zu. Da fällt hier noch ein kleines Kind runter oder so. Muss ja auch nicht sein. Wir haben für heute leider kein Gesprächsthema, wobei wir letztes Mal ja auch nicht ausgiebig drüber gesprochen haben. Nee. Gibt es bestimmte Leute, die du nicht magst? Gibt es Leute, die ich nicht mag? Können auch Politiker oder etc. sein. Keine Ahnung, ich finde jetzt Donald Trump nicht ganz so sympathisch mit dem, was er sagt und so. Nee, das ist korrekt. Das ist ja, nichts Neues? Ja. Das ist ja schon fast eine Pflicht, so zu denken, anstatt, Sagen wir mal so, wenn du einigermaßen vernünftig bist, solltest du es denken. Geht's auf diesen Berg hier drauf, vielleicht sehe ich von oben was. Hops. Dschungel. Wo bist du? Ich dachte, du hättest jetzt was gefunden. Jan, mach mich doch nicht so nervös. Oh Mann. Wäre das deutlich emotionaler gewesen. Oh ja, Dschungel. Weiter lädst du nicht weg? So, geht das mal noch weiter in die Wüste hier geradeaus. Und wir haben Ozean links. Das heißt, wir können uns leicht rechts halten. Vielleicht finden wir dann was. Außer nochmal auf Savanne. Da hinten ist Plains, Savanne, irgendwas. Savanne. Ja, du hast recht, Savanne. Dann halten wir uns doch links. Das war gar nicht mal so unknapp. Was? Da war ein kleiner Lavasee. Achso, du bist schon an der Savanne. Oder hast du einfach nur so Savanne gesagt? Du musst doch nicht mit der Savanne stratzen. Ich hab, von dem Berg aus habe ich einen Baum gesehen, rechts hin. Der sah aus wie Savanne. Deswegen Vermutung Savanne. Ja, hier gibt es ein bisschen mehr Savanne. Dann lediglich eine geäußerte Vermutung. Oh, du bist da vor mir. Der ist ja schon weit weg, der Junge. Ich fahre mir gerade noch ein bisschen Schweinefleisch. Ein bisschen leer, ein bisschen Bacon hätte ich gerne. Ein bisschen Bacon. Alles ist besser mit Bacon. Selbst Bacon. Jetzt so ein bisschen Bacon, ne? Oh, jetzt habe ich Hunger. Ich hatte noch nichts gefrühstückt heute. Ich auch nicht. Boah, Leute, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, bringt auf die Gamescom irgendwas mit Bacon und wickelt es mit. Egal, ob es ein Stein ist oder Holz. Okay, den will ich aber wahrscheinlich nicht ganz so essen. Jan? Ja? Come on back. Da unten in der Schlucht ist eine Mine. Und nehmen rein. Hi. Das sogar Wasser. Ich habe bloß ungefähr Fackeln in einer Anzahl, die, ja, nennen wir sie nicht hoch. Ich habe eine. So, wir sind auf der Suche nach Sätteln. Ein Sattel, zwei Sattel, drei Sattel. Zack. So, ein paar Fackeln habe ich. So. Wo bist du rein? Ach, links. Okay. I follow you mal ein bisschen. Wir können ja relativ schnell durchrushen. Ich habe hier so ein Spinnenspawn-Ding. Ein Spinnenspawn-Ding. Mit dieses Spawn-Dinger. Das
wir jetzt auf der Suche nach einem Sattel sind, ist eigentlich dumm. So dumm von uns. Aber mach du mal. Ich geh mal in die andere Richtung kurz gucken. Holy shit. Das Vieh war schnell. Ist ernsthaft Ende vom Gang? Wann hätte die fucking Viecher, Gott sei Dank, ja. Achso, hast du dein Dingsschwert? Ich hab kein Bannenschwert, wenn das zu Frage ist. Achso, ja. Aber Schärfe war... reicht. Die haben ja nicht so viel Leben. Ich hab auch so ein Ding gefunden, so ein Spawner-Ding. Das Problem ist, hier ist keine Truhe. Oh, mit nur Schärfe one-hittet die aber nicht, die Kleinen. Was hast denn du für eine Schärfe? Oh, nur 3, okay. Ich hab Schärfe 5 halt auf meinem Schwert. Scheiß Hexe! Das war close. Ich hab eine Kiste. Holy shit! Ist übersehen. Ach, komm schon, nur Brote und Kürbiskerne. Das ist very helpful. Dun, 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 dun. Wenigstens können wir hier schnell durchsprinten. Oh, keine Angst vor Explosionsschaden haben. Ich hab ja gerade schon mal gemerkt, wie viel Schaden man kriegt. Der Creeper wollte dir das mal näher bringen. Ja, es ist okay. Ich habe auch ungefähr 0 Schaden bekommen. Habe auch nichts anderes erwartet. Oh. Das heißt, oh. Delete en masse. Bei Creeper. Zombie. Er ist komplett ab drauf, und ist einigermaßen spannend geworden oder so. Also Skelette sind in der 1.9 sowas von stark, ne? Du kriegst halt nicht mehr so viele Schläge runter. Also, beziehungsweise doch, kriegst du schon, aber es ist nicht mehr sinnvoll. Die Kiste hatte ich. Also das ist der Spawner, den ich auch schon hatte. Combat-Update macht es halt spannender, aber auch gleichzeitig schwerer für den Spieler. Meiner Meinung nach. Ich hau mir nochmal einen Trank rein. Einen Swifty nehme ich nicht unterirdisch. Das ist... Ach doch. Hier ein bisschen schneller hin und her düsen. Ja, ich bin halt wesentlich schneller hier unter Tage. Zwei kleine Zombies. Ihr Drecksracker. Ach so, hier bin ich. Na, hier ist nichts. Fuck off. Gut, können wir direkt wieder hoch. Warte, hier, ein Teil habe ich noch nicht überprüft. Okay, hier warst du, glaube ich, schon. Ja. Achso, das war, glaube ich, die Stelle mit den Skeletten. Ah. Nee, hier ist nichts. Wo? Meine Truhe irgendwo, what the fuck? Bin nur in der normalen Höhle. Ah, ne, hier unten ist schade, schade, schade. So, nochmal konzentriert. Nochmal konzentriert, dann funktioniert der Sprung hier auch. So. Gut, ich würde sagen, gehen wir wieder hoch. Ja. Das ist gerade nicht. Oh, da würde ich gerne hin. Oh, ich habe noch einen Gang, wo zumindest nicht ausgeleuchtet ist. Das heißt nichts. Ich hatte gefühlt keine Fackeln. Soll ich schon mal wieder nach oben gehen? Ja, ich werde wahrscheinlich gleich nachkommen, sobald ich hier nochmal den Gang abgecheckt habe. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier. Wie so eine faule Socke. Zack, 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 zack.
Als Zombie? Einmal kurz in... Wasserläufer ist schon entspannt, muss ich sagen. Ich glaube, hier warst du noch nicht. Ich mach nochmal einen kurzen Blick hier rein. Du kannst schon mal ein bisschen... Ja? So ein Spinnenspawner, oder hab ich jetzt keine Lust drauf? Was kann ich? Holz nochmal sammeln, weil ich habe auch nur noch 16... Ich habe noch 35 Glück. Achso, okay. Gut, so geht das sogar. Und das, obwohl ich zweimal Holzdruckplatten gebaut habe. Ja, okay. Holzdruckplatten sind jetzt aber nicht das... Nee, aber ich habe auch jedes Mal die Holzbretter weggeworfen. Weil, Platz mal. Kleines, reiche Bitch. Rich Bitch. Rich and Lucky Bitch. Boah, in der 1.9 wäre jetzt auch cool, weil da müsstest du wenigstens beim Meinen keine zweite Hand opfern. Ah, kann ich raus. Kann ich rausstecken. Ach, die Behutsamkeit auf der Spitzhacke? Ja. Sagen wir Stein im Winter. Das ist ja lustige Stelle hier. Und natürlich Nacht. So. Schön, dich zu sehen. So, zack und den schmeiß ich wieder hier hin. Ganze 15 Faktoren. Oh, ich habe 57 Fäden. Ja, okay. So, in welche Richtung waren wir eigentlich unterwegs? This direction. Positive Set. Okay. Gut, wir wären schon bald wieder soweit. Ich würde sagen, wir warten noch den Tag ab, damit wir gleich beim Folgenwechsel nicht ganz so rumba zumba. Wir kamen aber aus der Wüste, oder? Ja, wir kamen auch aus der Wüste. Okay. Laufen noch ein paar Meter durch die Wüste. Halte ich ein bisschen mehr links. Okay. Hey. Ich habe, by the way, nur noch einen Swiftness-Trank. Da müssen wir eigentlich auch nochmal ran. Fährst du noch? Nein. Okay, dann ist ja gut, dass wir reingehen. Aber... Boah, Baby-Zombies, ne? Jetzt ganz schön bergig vor uns und fichte. Oh, shit! Alter, ich habe 3 Babys in der Mähe. Erstmal links halten. Ich habe gerade 3 motherfucking Pfeile auf einmal reingejagt bekommen von diesem fucking Skelett. Das ist sich. Nö. Der wollte explodieren. Ich muss mich durch das für dich. Oh, eine Hexe. Hexe, komm her. Bitch. Tot. Ich komme ernsthaft dazu, dass ich jetzt mehr Glasflaschen habe als vorher. Wegen den Scheißhexen. Ja, okay, Ozean. Das heißt ja eigentlich nur für uns, wir fahren wieder. Fahren wir wieder. Richtung positiv Z und X, so schräg würde ich mal fahren. Mensch. Ja, okay. Ja. Ich kann dir den Boot spendieren. Achso. Dann darfst du es nur nicht kaputt machen. Ich gebe mir Mühe. Gut, ich würde sagen, aber wie wir beide in Meer stechen und so, das sehen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Haut rein.